sich der Bund der Morgenröte in alle Winde zerstreut hat, ist es hier viel ruhiger geworden. Ruhig, aber keineswegs langweilig. Laut meines berühmt-berüchtigten Informationsnetzwerkes sind unsere Freunde nämlich allesamt schwer beschäftigt. Vor allem aber sind sie wohl auf. Ich für meinen Teil genieße die Freizeit. Ach, es gibt ja auch so viel, das ich tun möchte. Und was hast du vor, meine alte Weggefährtin? Da bist du an den Rand des Universums gereist und hast immer noch nicht genug. Na, vielleicht habe ich da was für dich. Du hast so vielen Leuten beigestanden und ein ums andere Mal unsere schöne Welt vor dem Untergang bewahrt. Man nennt dich zu Recht eine Heldin, aber so ein Titel wiegt auch ziemlich schwer. Ich finde, nach deinem Kampf gegen das Ende darfst du ihn getrost eine Weile beiseite legen. Weißt du noch, als wir uns das erste Mal im Sonnenwind begegnet sind? Eine frisch gebackene Abenteurerin warst du, die unsere schöne Welt ohne Sorge und drohende Untergänge erkundet hat. Besinne dich doch deiner Wurzeln und gehe wieder auf Reisen. Die Welt ist groß und voller Wunder, die es zu entdecken gilt. Aber deine liebe Tatao hat schon eine Antwort. Auf nach Tafnir! Das letzte Mal konntest du deinen Aufenthalt dort ja gar nicht genießen, weil dich die Apokalypse ordentlich auf Trab hielt. Und auch Vritra würde sich bestimmt über deinen Besuch freuen. Vor allem jetzt, da der Schatten des Galäischen Kaiserreichs gewichen ist und das Myriadenmeer endlich wieder im schönsten Blau erstrahlt. Denk nur mal daran, wie viele Geheimnisse es dort für dich noch zu erkunden gibt. Ein wahres Paradies für jeden Abenteurer. Bist du durch die Ruinen auf dem Boden des Myriadenmeeres gegangen? Du trägst Asems Kristall, also folge der Neugier und entdecke deine Welt. Dann ist es also beschlossene Sache. Na, sieh mal einer an. So fröhlich und aufgeregt habe ich dich lange nicht mehr gesehen. Wie in guten alten Zeiten. Und zur Feier dieses Neuanfangs würde ich dir gern eine brandneue Kluft überreichen. Nur ganz fertig bin ich damit leider noch nicht. Gib mir noch einen klitzekleinen Augenblick, dann schwinge ich die Nadel und setze die letzten Stiche. Moment, ich hab's gleich. Gut Ding will Weile haben, sage ich immer. Hier muss noch eine Tasche hin. Und dort lieber auch noch eine. Abenteurer sammeln schließlich alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist. Das weiß man ja. Wasserfest soll das Ganze natürlich auch sein. Ja, egal ob reißende Flut oder wohltuende Quelle. Unsere Dame
stürzt sich bekanntermaßen stets in voller Montur in die Gewässer. Habe ich mir zu viel Zeit gelassen? Oh, entschuldige bitte, dass du so lange warten musstest. Meine Nadel kannte einfach kein Halten mehr. Da hat aber jemand süß geträumt, was? Oder ist das schlicht die Vorfreude auf deine Reise, die dich so strahlen lässt? Warte nur, bis du dein brandneues Gewand bestaunen darfst. Den letzten Schliff muss ich allerdings in der Diamantschmiede vornehmen. Kommst du mit?
Bitte, 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 Meister Sashal. Ich brauche diese Schatzkarte. Was ist denn da los? Meine Eltern sind in der Katastrophe umgekommen und meine Schwester ist doch noch so klein. Ja, ja, und deswegen musst du diesen Schatz finden, ich weiß. Aber Karten kauft man nun mal mit Gil, nicht mit Bitten und Betteln. Und du siehst mir nicht so aus, als hättest du die Taschen voll davon. Ha, na eben. Und jetzt ab nach Hause, du störst. Wer hat nicht von der Schatzkammer des noblen Al-Sadals des Dritten gehört? Direkter Nachkomme des Gründers unserer wunderschönen Stadt. Prall gefüllt mit Reichtümern, die unsere kühnsten Träume übersteigen. Nun enthüllt auf dieser einzigartigen Karte. Der Schatz von Al-Sadal. Ist die Karte echt? Sicher eine Fälschung. Keineswegs, mein Guter. Denn auf dieser Karte ist der Schlüssel eingezeichnet, der die Pforten zum Reichtum erst öffnen kann. Mutige Glücksritter, nur diese Karte gewährt euch Einlass zu der legendären Schatzkammer. Darauf gebe ich meine Garantie, denn ich habe sie selbst entschlüsselt. Ein Steinmetz fand sie fast unleserlich vor, als er Schäden der Apokalypse reparierte. Zum Glück brachte er sie zu mir, denn nur dank meiner restauratorischen Künste ist sie nun wieder so gut wie neu. Ihr hört ganz recht. Diese Karte ist der Pfad zu unermesslichem Reichtum, meine Freunde. Doch ein derart einzigartiges Stück hat selbstverständlich seinen Preis. Ich tue dir hier einen Gefallen. Du würdest es ohnehin nicht bis zur Kammer schaffen, ohne dir den Hals zu brechen. So ein Mist! Mit diesem Schatz wäre ich der reichste Junge von ganz Razatan! Wer auch immer diese Karte ersteht, ist ein wahrer Glückspilz. Oh, es ist nicht auszuhalten. Ich bin zu arm, um reich zu werden. Wie wäre es, der Herr? Ihr seht mir mehr als fähig aus, die sagenumwobene Kammer von Al-Sadal, dem Dritten, zu plündern. Eine Schatzsuche, hm? Mit diesem Schatz könnte ich meiner Schwester alles zu essen kaufen, was sie möchte. Schön, dann kaufe ich sie eben. Das sollte reichen, oder? Ah, wen haben die warmen Winde denn da nach Razatan geweht? Widmest du dich endlich wieder dem guten alten Abenteuer, nachdem du die Welt so glorreich gerettet hast? Aber was treibt dich gerade nach Tafnir? So wie ich dich kenne, wird es kaum das reine Vergnügen sein.
Versunkene Ruinen im Myriadenmeer, wie? Du meinst nicht zufällig die, die hier auf der Karte verzeichnet sind? Nun, da ich mein kostbares Einzelstück in fähigen Händen weiß, ziehe ich mich zurück. Frohe Schatzsuche, werter Herr. Sicher. Lass dich nicht aufhalten. Musste das Schicksal nun gerade die Helden an meinen Stand führen, die uns vor dem Untergang bewahrt haben? Asche auf mein Haupt. Ganz gleich, ob diese Karte eine Fälschung ist oder nicht. Ohne Schiff nützt sie uns überhaupt nichts. Ich trachte nicht nach Schätzen. Aber wenn dort wirklich derartige Reichtümer liegen, wäre es doch eine Schande, sie nicht unter den Bedürftigen zu verteilen. Für die Migiten habt ihr damals auch den Schatz des Tyrannen gehoben, nicht wahr? Aifino hat mir irgendwann einmal davon erzählt. Und was für ein großes Abenteuer er dabei an deiner Seite erleben durfte. Wie dem auch sei. Die Vorführung dieses Bengels eben ist dir bestimmt aufgefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit dem Händler unter einer Decke steckt. Das ganze Theater dient dazu, mehr Aufmerksamkeit auf dem Markt zu erregen und die Karte wertvoller und echter erscheinen zu lassen, als sie vermutlich ist. Aber als er von seiner Schwester sprach, lag echter Schmerz in seiner Stimme. Zwar weiß ich nicht, wie viel der Händler dem Jungen abgibt, aber wenn ihm der Kauf hilft, über die Runden zu kommen, soll es mir... Du wirst mich doch nicht alleine auf Schatzsuche gehen lassen, oder? Einmal eine Abenteurerin, immer eine Abenteurerin. Also dann. Suchen wir uns ein Schiff. Thank you.
Ah, Ujika. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ich wollte... Wie schön, dich zu sehen. Bitte, sag das nächste Mal etwas. Du kannst mich doch nicht so überrumpeln. Wir sortieren gerade Protokolle und Schriften zu früheren Studien, damit Baldesions Gelehrte ihre Arbeit bald wieder aufnehmen können. Dabei haben wir sowohl Unterlagen aus dem Numenon als auch von der Insel Wahl zusammengetragen. Nun müssen sie nur noch ausgewertet werden. Allerdings haben wir damit gerade erst begonnen. Ich fürchte, Geduld ist die Tugend der Stunde. Aber du bist doch sicherlich auch nicht ohne Grund hier. Die Schatzkammer von Al-Sadal, dem Dritten. Du suchst hier also eine Gruppe zusammen, um diese versunkenen Ruinen zu erkunden? Nur zu gerne würde ich mich dir anschließen. Aber ich habe just eine andere Anfrage erhalten. Und wie es der Zufall so will, wollte ich dich sowieso um deine Meinung dazu bitten. Allerdings ist das keineswegs dringlich. Lass dich doch einfach bei mir blicken, wenn deine Expedition abgeschlossen ist, ja? Und Schriften sortieren kann ich auch alleine. Geh nur mit, Raha. Wirklich? Bist du dir sicher, dass du keine Hilfe brauchst? Natürlich erwarte ich, dass auch du zu mir zurückkehrst, sobald ihr beiden fertig seid. Dann bestreiten wir also schon unser nächstes großes Abenteuer. Hast du den Rest der Schatzjäger bereits rekrutiert? Dann schlage ich vor, Ishtola zu fragen. Nach der Auflösung des Bundes hatte sie sich in die Gubal-Bibliothek zurückgezogen und suchte dort verbissen nach einem Weg in den ersten Splitter. Erfolglos scheinbar. Daher kam sie vor wenigen Tagen nach Shalayan, um sich den Büchern des Numenons zuzuwenden. Wenn Al-Sadal der Dritte tatsächlich heil von einer anderen Welt wiedergekehrt ist, könnte seine Geschichte wichtige Hinweise für ihr Vorhaben liefern. Schön. Suchen wir sie umgehend auf. Einen Moment noch. Bitte sprecht auch mit Orion G. Er bat mich als Repräsentantin der Gelehrten um Schriften und Dokumente, die sich mit Schatzkammern befassen. Die Loporit haben um Veranschaulichungen unserer Bauwerke gebeten, um ihren eigenen Entwurf entsprechend anzupassen. Orion G. würde es also sicherlich helfen, ein solches Bauwerk mit eigenen Augen zu sehen. Wohl wahr. Abbilder und Beschreibungen werden der Wirklichkeit nur selten gerecht. Erst zu Ishtola also, dann zu Orion G. Auf zum Numenon!
Istola über ihrer Forschungslektüre schlafen zu sehen. Das hätte ich nun wirklich nicht für möglich gehalten. Eingenickt? Wie lange seid ihr schon hier? Schwindelst du mich auch nicht an? Seit drei Tagen schon sitze ich hier. Ich war so in meine Forschung vertieft, dass mir das Schlafen dabei wohl entfallen ist. Wie ihr wisst, zersplitterte Heidelin die Welt in 14 Teile. Und ich suche nunmehr nach einer Methode, von unserer Welt in die Splitter zu reisen. Ich habe jedes Buch gelesen, das ich in die Finger bekommen konnte. Bin jedem noch so kleinen Hinweis nachgegangen. Bisher ohne Erfolg. Ich werde einen Weg finden. Das habe ich versprochen. Allerdings sieht es nicht so aus, als könnte ich mein Versprechen halten. Kopf hoch, Istola. Die Technologie des Kristallturms, die eure Reise ermöglichte, war ein Werk von Generationen. Ein derartiges Problem löst sich nicht über Nacht. Sehe ich etwa so aus, als würde ich aufgeben, Raha? Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Nichts ist belebender als eine Herausforderung. Ich erinnere mich ja fast an mein jüngeres Selbst. Dich kriegt wirklich nichts klein, was? Also, was führt euch illustre Gesellen zu mir? Al-Sadal? Ja, der Name ist mir in Razzatan mehrfach begegnet. Dass einer seiner Nachkommen zwischen den Welten gereist sein soll, ist mir jedoch neu. Wenn diese Geschichte wahr ist, könnte sie uns den entscheidenden Hinweis liefern. Also machen wir uns auf, das nächste fundamentale Mysterium unserer Welt zu ergründen. Ich danke für die Einladung, Freunde. Nun denn, wie gedenken wir, zu dieser Schatzkammer zu gelangen? Mit einem Schiff von Akiali aus. Aber zuerst wollten wir Orianger aufsuchen. Ich vermute, wir finden ihn in Taumaseen. Gut, genug geschlafen. Nichts wie los.
Wie schön, dich wohl aufzusehen. Und so legt unsere Heldin ihre Würden ab und wandelt leichten Schrittes auf alten Pfaden. Ich habe bereits vernommen, dass du dich deiner alten Profession besinnst und dich wieder gänzlich dem Abenteuer widmest. Zu freundlich. Ein Kompliment, das ich erwidern kann. Lange habe ich dich nicht so gelöst erlebt. Wie steht es um dich? Womit hast du dich seit der Auflösung des Bundes beschäftigt? Ich und Tancred bereisten allerlei Länder und Regionen, um uns ein Bild der Lage zu machen. Bis mich eine Nachricht der Loporit erreichte. Verständlicherweise fragen sie sich, was aus dem Mond werden soll, nun, da keine Flucht mehr vonnöten ist. Aber wie kommen sie dann auf Schatzkammern? Das klingt nicht gerade nach einer Idee des Rats. Krile hat euch bereits von meinem kleinen Dilemma erzählt? Nun, unseren lunaren Freunden ist wohl zu Ohren gekommen, dass die Schatzsuche unter Abenteurern ein äußerst beliebter Zeitvertreib ist. Daher haben sie es sich in den Kopf gesetzt, auf ihrem Mond eine massive Schatzkammer zu errichten, um allerlei Glücksritter anzuziehen, zur Unterhaltung. Sie meinen es gut und ich konnte ihre Bitte nicht ausschlagen. Aber sagt, was führt euch zu mir? Ich verstehe. Ein verlockendes Angebot, das muss ich zugeben. Es wäre mir eine Ehre, mich eurem Vorhaben anschließen zu dürfen. Wie lange mag es her sein? Das letzte wahre Abenteuer. Frei von der Last der Pflicht und den verworrenen Fäden des Schicksals. Eine Freiheit, die wir wohl auch dem Bund der Morgenröte zu verdanken haben. Ohne ihn würde sie gar anders schmecken. Mit Estinien sind wir nun zu fünft. Das muss auch genügen, fürchte ich. Wer weiß, welche Fallen uns in Al-Sadals Schatzkammer erwarten. Eine zu große Gruppe würde unser Vorhaben nur erschweren. Und alle Rollen sind bestens verteilt, nicht wahr? Machen wir uns auf den Weg. Gerade wollte ich Hallo sagen, da seid ihr auch schon auf dem Sprung. Tancred. Hast du alles abgeschlossen, was du zu erledigen suchtest? Mehr oder weniger. Ich wollte meinen alten Mentor besuchen, während du mit den Loporit beschäftigt bist. Aber leider habe ich ihn nicht erwischt. Aber auch nur, weil ich auf herkömmliche Weise gereist bin, ganz ohne diesen neuartigen Ätheriten. Der und seine Nebenwirkung kann mir gern gestohlen bleiben. Wir haben uns in Ilsabad umgesehen, so gut es eben ging. Leider geht es dort aber nach wie vor recht chaotisch zu. Unter dem Himmel der Apokalypse hielt man zusammen, aber jetzt, da es kein alles bedrohendes Unheil mehr gibt, sieht die Lage leider anders aus. Diese Zustände dürfen keinesfalls Überhand nehmen, also werde ich ein waches Auge auf den Kontinent halten. Aber was genau hat eure kleine Versammlung denn zu bedeuten? So, versunkene Ruinen also. Was sagst du, o weiser Uriangé? Das klingt genauso mysteriös und alt, wie du es am liebsten hast, nicht wahr? Ich bitte dich, Tancred. Ich handle hierbei gänzlich im Interesse der Loporit.
Na, mit Estinien an eurer Seite ist für Geleitschutz ja bestens gesorgt. Ich stünde dabei nur im Weg. Oje, Tankred, bitte schließe dich doch an, ehe du in Einsamkeit vergehst. Unsere Hexe. Da lösen wir den Bund schon auf und deinen Spott werde ich trotzdem nicht los. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber es darf nicht so aussehen, als würde der Bund der Morgenröte wieder eine Mission verfolgen. Das könnte die Leute unnötig nervös machen. Außerdem bin ich gerne allein unterwegs, das wisst ihr doch. Und der ferne Osten ruft. Aber denkt an den alten Tankred, wenn ihr auf etwas Spannendes stoßt, ja? Also dann, viel Erfolg. Estinien erwartet uns in Akiali, korrekt? Machen wir uns auf den Weg.
womit haben wir es denn hier zu tun? Es ähnelt den Schmelzöwen Razzatans, und doch... Studieren geht über Theoretisieren, meine Lieben. Halt! Die Apparatur darf nicht berührt werden! Vridra! Entschuldigt, Varsha. Nicht doch. Es bedarf keinerlei Maskerade mehr. Nennt mich ruhig bei meinem Namen. Doch muss ich gestehen, dass dies kein angemessener Ort für ein Wiedersehen ist. Und auch die Umstände sind verstörend. Plünderei, ist das euer Ernst? Das würde ich gern vehement abstreiten, aber letztlich lässt es sich wohl schwer von der Hand weisen. Ehrenwerter Vridra, besitzt ihr Kenntnisse über diesen eigentümlichen Apparat? Alchemisten fertigten ihn an, in meinem Auftrag. Es ist ein Siegel. Am besten seht ihr selbst. Ich bin der Einzige, der dieses Siegel zu lösen vermag. Und selbst jetzt ist es nur für kurze Zeit. Ein Riss im Gefüge der Dimension? Nein. Es mag klein sein, aber das ist ein funktionstüchtiges Nichtsportal. Würdet ihr uns mehr dazu erzählen? Weshalb es sich an einem solchen Ort befindet, beispielsweise? Ehe ich dazu komme, will ich euch eine uralte Geschichte aus dem fernen Süden erzählen. Es begab sich vor mehr als 5000 Jahren, dass das Alagische Kaiserreich sein Auge auf Merasidia warf und zur Invasion ausrückte. Die Bewohner des südlichen Kontinents sammelten sich unter den hohen Schwingen Bahamuts und Tiamats und boten den Invasoren die Stirn.
Doch als Bahamut fiel, wendete sich das Blatt endgültig zugunsten der Alaga. In ihrer Not blieb den Bürgern Merasidias nur noch das Gebet, und ihr Ruf wurde von den Primae erhört. Auf der anderen Seite stand Xander, der um den Pakt mit einem Nichtswesen des höchsten Ranges buhlte. Der Wolke der Dunkelheit. So prallten die beiden Mächte aufeinander. Merasidia und seine Primae gegen das Alagische Kaiserreich und die Herren des Nichts. Die Schlacht war ebenso grausam wie tragisch. Eine Geschichte, mit der wir selbst gut vertraut sind. Ihr aber, ihr habt es mit eigenen Augen gesehen, nicht wahr? Das habe ich. Ich vernahm den Klageschrei Tiamats und flog, so schnell mich meine Schwingen trugen. Ich und... Ashtaya. Ihr müsst wissen, uns Drachen ist das Konzept von Geschlecht unbekannt. Doch in euren Worten kann man sie meine ältere Schwester nennen. Ich erwähnte bereits, dass ich der Jüngste meiner Brut bin. Und Ashtaya, sie zog mich auf. So war sie bei mir, als Tiamats Ruf an unser Ohr drang. Gemeinsam zogen wir nach Süden und stellten uns der Armee der Nichtsgesandten. Doch für jedes Wesen, das wir entzwei rissen, rückten weitere nach. Die Massen nahmen kein Ende. Und im Angesicht dieser unaufhörlichen Flut ließ sich Ashtaya auf ein Wagnis ein. Sie stürzte sich in das Nichts, um der dunklen Armee direkt in ihr Herz zu stoßen. Selbstredend folgte ich ihr, ohne das kleinste Zaudern. Doch als ich an dem Kristallturm ankam, der über der alagischen Basis thronte, schloss ich das Portal vor meinen Augen. Und das war das letzte Mal, dass ich meine Schwester gesehen habe. Seither ist sie verloren. Ich muss zurücknehmen, was ich eben sagte. Scheinbar bin ich mit dieser Geschichte keineswegs vertraut. In den Archiven des Kristallturms wird diese Begebenheit mit keinem Wort erwähnt. Für das Alagische Kaiserreich war es wohl auch nicht von Belang. Ein verzweifelter Drache, der sich in das Nichtsportal warf und nie wieder herauskam. Ich hingegen suchte unbeirrbar nach einer Spur. Doch mit dem Fall des Alagischen Reiches ging auch die Technologie verloren, die eine Nichtspforte in der Größe eines Drachen zu öffnen vermochte. Meine Suche nahm ein jähes Ende. Nichtsdestotrotz stehen wir gerade vor eben solch einem Portal, versiegelt von der Alchemie Razzatans und eurer Kontrolle unterstellt, nicht wahr? Es ist älter als Razzatan selbst. Ich stieß darauf, während ich fieberhaft nach einer Spur zu meiner Schwester suchte. Es schien sich auf dem Grund des Meeres gar von selbst geöffnet zu haben. Doch diese Pforte ist zu klein für den Leib eines Drachen. Erst als Razzatan geboren war und mir die Alchemisten zur Seite standen, konnte ich mich ihr wieder zuwenden. Ich habe ihnen so viel zu verdanken. Nach jahrzehntelangem Streben gelang es ihnen, das Portal auf die Größe meiner Marionetten zu erweitern. Du hast schon einmal von Ashtaya gesprochen. Als es um Midgard Sommers Schuppen ging und du deine Brut um Erlaubnis gebeten hast. Nur von ihr hast du keine Antwort bekommen, nicht wahr? Das war also der Grund. In dem Körper einer meiner Marionetten trat ich also in eine andere Welt. Doch meine Schwester fand ich nicht. Nur unzählige Nichtswesen, die sich der nunmehr geöffneten Pforte gierig entgegendrückten. Und mir blieb keine andere Wahl, als dem Nichts den Rücken zu kehren. Weil sie sonst früher oder später über die Insel hergefallen wären.
Du hast die Suche nach deiner Schwester aufgegeben, um Tafnir zu beschützen. So konnte Ashtaria jenen Ruf nicht beantworten, denn er drang gar nicht erst zu ihr vor. Sie harrt im 13. Splitter. Es war eine weise Entscheidung, augenblicklich umzukehren. Selbst einem hohen Drachen droht in dieser Welt die Gefahr, sich früher oder später in ein Wesen des Nichts zu verwandeln. Du hast sie gesehen, die Welt der Dunkelheit. Leuchtkristall? Ach, du meinst sicher seinen veränderten Körper. Ja, sein Äther war völlig aus den Fugen geraten. Leider müssen wir davon ausgehen, dass er sich nach einer gewissen Zeit gänzlich in ein Nichtswesen verwandelt hätte. Oh, Schwester. Oh, nein, 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 bitte verzeiht. Dies ist lediglich eine Theorie, keineswegs eine Gewissheit. Die Schuppen eines hohen Drachen halten selbst den stärksten Ätherschwankungen stand, weswegen ihr sie als Basis für den Seelenwächter gabt. Vor ihnen müsste sich auch das Nichts beugen. Was mich auf eine Idee bringt. Die Seelenwächter sollten nach demselben Prinzip auch im 13. Splitter funktionieren. Meine Schwester verschwand vor mehr als 5000 Jahren. Es gibt keine Hoffnung mehr. Und ich bin kein Jungdrache mehr. Ein ganzes Land findet nunmehr Schutz unter meinen Schwingen. Ohnehin kam ich lediglich hierher, weil ich Eindringlinge spürte und sie davon abhalten musste, das Portal zu öffnen. Und den Schatz zu entwenden, selbstverständlich. Könnte ich meine Erinnerung doch gleich mit versiegeln. Thank you.
Ich danke euch, dass ihr euch so zügig eingefunden habt. Alles Gold, Silber und Geschmeide, vom Himmelsheer herangetragen, hortete ich in Al-Sadals Auftrag.
Der Schatz Tavners, sicher verwahrt für Zeiten der Not. Derlei Zeiten sind angebrochen. Die Schatten des Weltuntergangs ließen die Farben unserer Heimat verblassen. Und es ist an uns, sie von Neuem erstrahlen zu lassen. Früher hätte ich mich damit vertrauensvoll an Aheran gewandt. Seine Abwesenheit schmerzt Tavner nach wie vor. Doch wir müssen voranschreiten, um sein Vermächtnis in Ehren zu halten. So will nun ich euch führen als euer Magistrat. Zunächst muss der Schatz in bare Münze getauscht werden. Er soll als finanzielle Stütze für die Handelshäuser Jedimat dienen, um ihnen zu neuen Schiffen zu verhelfen und den Handel Tavners zu beleben. Natürlich sind sie nicht die einzigen, die von der Katastrophe schwer getroffen wurden. Das ganze Land hat geblutet und gelitten. Doch bin ich davon überzeugt, dass gesunder Handel auch unsere Fischer und Handwerker stärkt. Mit Khalsal verloren wir eines der größten Handelshäuser Tavners und zahlreiche Seelen somit ihren Halt. Was soll aus den Kindern werden, die in all dem Chaos zu Waisen geworden sind? Sie bereiten mir besonders große Sorgen, das muss ich gestehen. Mit bloßem Giel ist es hier nicht getan. Geht das Geld erst aus, finden sie sich früher oder später abermals auf kalten Straßen wieder. Für sie muss eine andere Lösung erdacht werden, die ihnen langfristig Schutz und Hilfe gewährt. Deine Meinung würde mich dazu besonders interessieren, denn du hast auf deinen zahllosen Reisen schon so viele Schicksale berührt. Das Haus der Wunder eröffnete ein Waisenhaus mittels ihrer eigenen Einkünfte, nicht wahr? Wahrlich ein herausragender Anstoß. In diesem Sinn, wenn ein Händler Unterstützung erhalten will, muss er sich dazu verpflichten, einen Teil seines Gewinns an eine Stiftung zu spenden. Sie soll den Bau eines Waisenhauses finanzieren. Eine jede Stiftung benötigt jedoch auch ihren eigenen Namen. Ein gütiger Händler. Ah, du sprichst von Khalsal. Die Leute sollten ihn wahrlich nicht als Blasphemität in Erinnerung behalten. Er konnte nichts dafür, dass seine Nächstenliebe ihm zum Verhängnis wurde. Und doch verbinden ihn so viele mit dem Leid, das die letzten Tage über uns brachten. Wie denkt ihr darüber? Mit Verlaub, sein Schicksal hätte uns alle ereilen können. Es schmerzt mich, dass wir ihn nicht davor bewahren konnten. Trotz all dem Leid hege ich keinen Groll gegen ihn. Und so geht es sicher nicht nur mir. Dann sollte sich dieser Bengel Mera doch nicht mehr für Halsabschneider hergeben müssen. Nun gut. Dann rufe ich die Khalsal-Stiftung hiermit offiziell ins Leben. Beginnen wir sofort mit den notwendigen Schritten. Nabdin, forme einen Sondertrupp und lasse ihn die Straßen patrouillieren. Sein ganzes Augenmerk soll dem Schutz der Waisen gelten. Auch die Aktivitäten der Stiftung sollen unverzüglich beginnen. Tavners Bedürftige sollen keinen Moment länger ohne Hilfe haben.
Drachen und Sterbliche erheben sich gemeinsam über das Leid. Ishgard, wir sind weit gekommen.